Meisterschaft haben und bestanden haben, sozusagen, dann ist es sozusagen eigentlich auch schon beendet. Also Springturnier, sobald dein Pferd ausgewachsen ist und du es reiten kannst, darfst du auch an Springturnieren teilnehmen. Sobald du die Wettbewerbsfläche betrittst, wird das Turnier gestartet. Oben links in der Ecke wird dann deine aktuelle Zeit angezeigt, ebenso deine Strafpunkte für gerissene Hörner und Verweigerung deines Pferdes. Um beim Turnier eine gute Platzierung zu machen, musst du mit der markierten Hürde starten, markiert durch zwei grüne Pfeile. Alle weiteren Hürden in der richtigen Reihenfolge überspringen. Die nächste Hürde ist immer daran zu erkennen, dass sich ein Pfeil über ihr auf und ab bewegt. Am besten du reitest immer den Pfad Hufschlag entlang. Außerdem solltest du am besten keine Hürde reißen und dein Pferd nicht verweigern lassen. Das gibt Strafpunkte. Möglichst schnell beim Abreiten des gesamten Parcours sein. Natürlich. Ja. Machen wir eigentlich ja schon die ganze Zeit, ne? Steht sonst noch irgendwie? Ah, da die Springturniere mit der Zeit immer schwieriger werden, empfiehlt es sich, vor dem Wettkampf regelmäßig in die Turnierarena zu gehen und mit deinem Pferd zu üben. Vor dem Turnier kannst du jeweils den kommenden Parcoursaufbau trainieren. Außerdem kannst du an der Pinnwand im Stall einen Überblick über den Parcoursaufbau des nächsten Turniers erhalten. Na, machen wir schon. Und bis jetzt hat es eigentlich noch nicht wirklich was gebracht. Also finde ich, wie ich das im Moment. Aber wie gesagt, da gucken wir doch einfach mal, wie wir es irgendwann noch besser machen können. Weil unser Pferd bekommt ja auch noch nicht mal irgendwie Hunger oder Durst im Moment, ne? Obwohl das Pferd abnimmt, also. Das ist ja so gesehen eigentlich ja schon gar nicht mehr schlecht sozusagen. Aber naja, okay. Schauen wir doch mal einfach irgendwann nochmal. Dass wir einfach irgendwann. Vielleicht müssen wir wirklich einfach wieder öfters üben gehen. Oder einmal am Tag jedenfalls. Sagen wir es so. Dann longieren wir einfach so 7 Wochen. Mal gucken, wie lange denn das dauert sozusagen. Also wie lange wir sie vielleicht longieren. Wir brauchen ja nicht die ganze Zeit sie longieren sozusagen, bis sie erschöpft ist, sondern. Weiß ich nicht, mal schauen. Vielleicht bekommst du ein Leckerli. Nee, wir können sie kein Leckerli geben. So, dann brauchen wir das. Hallo, ich wollte zu Susi. Gib doch. Spiel erlaubt mir nie, irgendwie zu Susi zu gehen. Gut. So, dann ist sie auch gleich wieder wunderschön sozusagen. Prima! So.
dann holen wir nochmal die anderen Sachen. Nein, nicht das. Ich wollte eigentlich zwei kaufen. Nicht das Spray. So, was haben wir denn schon an dir geputzt? Achso, Mähne und Schweif brauche ich eigentlich gar nicht. Gut, Mähne und Schweif können wieder weg. Das ist anscheinend schon alles schön, ihre Mähne und der Schweif. Da haben wir uns auch richtig viel Mühe gegeben. So, der gibt mir den anderen Hof. So, dann den hinteren. So, dann der andere. So. Klasse! So, wie viel Prozent hast du denn jetzt? Ach, 98, das geht doch. So. Abschwitzdecke da. Dann Halfter. Zack, zack und kannst nach draußen. So, dann die Mistgabel. Schnell mal eben alles raus hier aus der Box. Alles muss raus. So, dann noch mal eben hier schnell einstreuen. So, das sollte reichen. So, dann nehme ich hier viermal Weidegras. So, zweimal Birne, dann einmal Hafer und einmal Leinsaat. So. Diese Voreinliegen hier immer, die viel zu schnell sind. So, dann den Eimerchen. Die fünf Eimerchen sozusagen, sagen wir es mal so. So, dann können wir eigentlich schon mal hier reinschreiben.
Ach nee, brauchen wir gar nicht. Stimmt ja. Wir hatten doch dieses olle Turnier. Schreibe ich auch nichts rein. Will dann nichts reinschreiben. So, dann können wir den Tag beenden. So, Alter 10,5 Jahre, Gewicht 560,4 Kilogramm, Betreuung hat es 5, Springen haben wir heute mal 2, Ausdauer minus, Geschwindigkeit 1, Vertrauensentwicklung hat es 4, besondere Vorkommnisse keine, Belohnung 140 Credits. Ja, schön. So, dann geht es weiter. Achso, wartet mal. Schweif müssen wir rufen und Fell. Bei Geschwindigkeit und Kraft haben wir immer noch das gleiche. So, also Schweif rufen. Was habe ich jetzt noch gesagt? Fell, Hufe, Schweif. Fell, Hufe, Schweif. So. Achso, Susi habe ich ja noch gleich reingeholt. Wollte schon sagen, wo sie denn ist. Achso, nee, warte mal. Wir fangen mit den Hufen, fangen wir mal an. Die können wir mal hier ganz schön auskratzen. So, dann gib mal den anderen Huf. Susi. Eigentlich, wie lieb ich dich hab. So. Dann gib mal hier den anderen. Oh, nur weil sie... Oh, Susi, jedes Mal. Ich tue dir immer nur weh, weil du deinen Huf mal wegziehst. So, dann gib mal den anderen Huf. Jetzt hieß ja, wie ich das ja nicht weg. So, dann machen wir eben hier den Schweif, weil wir schon einmal hier hinten sind. Braves Pferd! Eigentlich wollte ich putzen und nicht weggehen. So. So, Susi. Das war ich ja gleich eigentlich wieder sauber, ne? Wie das solltest du jetzt ja dann sein? So, Sauberkeit. Ach, die Mähne. Ach so, wahrscheinlich ist es jetzt einfach nur runtergegangen, was? So, die hattest du gestern, dann kommt heute die Indianerjacke. Nicht Jacke, Decke. So, dann die Trense, die Longierleine. So, zack, zack. Longierleine rauf da. Dann machen wir hier schon mal Putzzeug ein bisschen rein. Den Fellglanz, Mähnenspray, Schweiflotion, so. Achso, genau, so, dann sagen wir Longierplatz. Wie gesagt, dann longieren wir sie jetzt doch einfach mal ein bisschen. Na, hast du Lust auf ein bisschen Bewegung? Genau, jetzt müssen wir ja nur ein bisschen hier aufpassen, halt eben, dass sie erstmal ein bisschen im Schritt geht.